Ja, Robin, 0:1 verloren gegen einen den Meisterschaftsfavoriten Eisbachtal. Eisbachtal hatte heute Schwerstarbeit zu leisten. Warum hat es nicht zum 0:0 gereicht? Ja, am Ende hat dann halt die Qualität, die sie vorne haben, hat sich dann ein bisschen durchgesetzt. Aber nichtsdestotrotz haben wir heute das umgesetzt, was wir wollten. Wir haben gut gestanden hinten, wir haben gut verteidigt. Hatten in der ersten Halbzeit auch zwei gute Chancen, wo wir auch in Führung gehen können. Von daher, mit ein bisschen Glück hätten wir heute einen Unentschieden mitnehmen können. Und das hätten wir auch auf jeden Fall verdient gehabt. Vielen Dank, Robin.